Hallihallo und herzlich willkommen zurück in meiner kleinen Küche. Ich bin Katrin und heute möchte ich mit euch kleine Cookies backen. Ich habe vor wenigen Tagen in einer Kaffeekette einen Cookie gegessen und dachte mir, vom Ansatz her gar nicht schlecht, aber verdammt süß. Das kriegen wir besser hin. Und das mache ich heute mit euch. Kleine Erdnusscookies. Also, so wird's gemacht. Wir haben heute Mehl, Butter, Natron, braunen Zucker, Erdnüsse, Erdnussbutter und so Schokotropfen. Zuerst schlagen wir die Butter auf. Ihr könnt an der Stelle natürlich auch schummeln, so wie ich gerade. Ich nehme nämlich Pflanzenfett. Vertrage ich keine Milchprodukte und Pflanzenfett macht sich genauso gut. Also wer natürlich an das Butteraroma gewöhnt ist und natürlich Butter bevorzugt, der darf natürlich auch Butter nehmen, aber Pflanzenfett geht natürlich auch. Und das schlagen wir als allererstes auf mit dem braunen Zucker. Um das Zucker-Butter-Gemisch aufzuschlagen, bedarf es schon 3 bis 5 Minuten, damit es schön voluminös wird. Und jetzt stehe ich hier und denke, jetzt schlägt die Butter so wunderbar, beziehungsweise mein Pflanzenfett mit dem braunen Zucker auf. Und irgendwie kommen mir die Zutaten dieses Mal so wenig vor. Ich habe doch irgendwas vergessen. Mit dem Blick in mein Rezept denke ich mir so, ja, na klar, die Eier fehlen noch. Und die Masse wird dann auch nochmal 3 bis 5 Minuten aufgeschlagen, damit es so richtig schön voluminös wird. Wir fügen jetzt unsere Erdnussbutter dazu. Ich habe mich dieses Mal für eine Erdnussbutter entschieden, die ganz fein passiert ist. Es sind keine Stückchen enthalten, sie ist leicht gesalzen. Das Ganze schlagen wir jetzt gemeinsam auf. Das wird so lecker. Noch eine kleine Prise Salz hinzu. Nicht allzu viel, sonst wird das nachher zu salzig. Wollen wir auch nicht. Und in der Zwischenzeit, wie die Sachen aufschlagen, vermengen wir schon mal das Mehl mit dem Natron. Das Mehl rühre ich mit meinem 35 Jahre alten Schneebesen unter. Deshalb mit dem Schneebesen. Wir haben so kleine Luftblasen in der Creme jetzt drin und das Mehl muss nicht komplett super cremig eingerührt werden, sondern nur so, dass es gerade so verschwindet in der Creme. Und dann können wir noch so kleine Kleckse aufs Blech setzen. Das backt sich nachher alles aus. Ende. Mehr muss da überhaupt nicht passieren. Das reicht, weil es ist aufgenommen, verrührt, es ist cremig. Je länger wir drin rumrühren würden, desto mehr würde das Soda sozusagen auch schon vortreiben. Ich habe da was vorbereitet. Nicht zu viele Kleckschen aufs Blech setzen. Ruhig mit einem größeren Abstand, weil die laufen nachher so richtig schön auseinander. Kleiner Trick. Dann befeuchte einfach ein kleines Küchenkrepp mit Wasser. Dann kann man die nämlich so, Cookies, nämlich so schön abdrücken. Dann werden sie noch gleichmäßiger. Jetzt folgen unsere Nüsse. Ich habe hier so ein paar Erdnüsse. Teilen wir oben ein bisschen drauf. Und nicht zu vergessen, unsere Schokotropfen. Nachher die Süße mit dem leicht salzigen Aroma der Erdnussbuttercreme. Die ersten Taler wandern jetzt bei 185 Grad Umluft für 15 Minuten in den Ofen. Dann kommen sie heraus, dürfen komplett abkühlen. Und in der Zwischenzeit präpariere ich natürlich schon das andere Blech. Weiter geht's. So sehen sie aus, unsere Erdnuss-Cookies. Noch sind sie wahnsinnig heiß und sie sind auch noch sehr, sehr weich. Also wenn ihr sie vom Blech löst, um sie auf einem solchen Kuchengitter abkühlen zu lassen, dann vorsichtig lösen. Die werden erst nach dem Auskühlen so richtig schön knackig, knusprig. Innen drin sind sie noch so ein bisschen soft. Ich mag das ja. So ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und wenn euch das Rezept gefallen hat, dann erzählt es weiter. Liked meine Seite, kommentiert unten bei Facebook oder bei YouTube und besucht mich doch mal auf meinem Blog unter www.katrinbackt.de oder auf Instagram unter katrinbackt. Ich freue mich auf euch. Schönes Wochenende. Tschüss.